Der faire Handel hatte sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen am Beginn globaler Wertschöpfungsketten zu verbessern. Doch trotz aller Bemühungen leben viele Menschen im globalen Süden noch immer in Armut. Der Grund? Das eigentliche Geld wird bei der Verarbeitung der Rohstoffe in Europa verdient. Diese kolonialen Strukturen werden von der Schokoladenindustrie einfach weitergeführt. In den englischen Kolonien war Wertschöpfung verboten. Das musste alles nach England kommen und erst da durfte was daraus gemacht werden. Deswegen ist Irland auch so weit hinterher im Vergleich gewesen, immer. Irland hat sich nie industrialisiert, weil es verboten war, vor Ort etwas aus Rohstoffen zu machen. Das war Politik des Kolonialismus. Money making is not a problem, but the question is, how do you make your money? You see, I see a lot of hippies when I was a student in Switzerland, for instance, McDonald's on the 1st of May. But my question is, if you feel they are not ethically correct, why wouldn't you go and start business and do it better?